gemeint. Was gemeint. So, was war noch? Es ist eine neue Idee, die präsentiert wurde in der letzten Woche. Und zwar soll ein Erlebnispark geschaffen werden, wo nicht Behinderte hingehen können, um sich dort wie Behinderte fühlen. Also eine Art eben ein Streichelzoo ist das genannt worden für Behinderte. Also es ist ja gut, ich wollte sowieso mal so einen Behinderten von der Nähe anschauen, richtig anschauen. Das kann man dann dort wahrscheinlich, oder? Nein, das ist eben, dass sich Nicht-Behinderte mal in die Lage von einem Behinderten versetzen. Die haben zum Beispiel einen riesigen Parkplatz dort, da fährst du hin, als Behindertenparkplatz. Aha, und da kannst du parkieren, wo du willst. Super. Ja, super, dass man das einmal erlebt. Das finde ich toll, so eine Idee. Und dann, wie ist das? Dann kommt man dann dort hin, dann hat es einen Raum und dann kommt man als Behinderte, als falsche Behinderte dort, dann kommt ein Sozialdetektiv, der einen verhaftet, oder? Und dann im nächsten Raum begegnet man einem SVP-Mitglied, der einen als Sozialschmarotzer beschimpft. Das erlebt man dann alles mal selber, oder? Es ist für alles gesorgt. Es hat auch einen Game-Corner, wo man gleich so Spielautomaten was hat es denn dort? Einarmige Banditen. Zum Beispiel. Und das Ganze ist in einem ehemaligen Kloster. Und im Vorstand von der Klosterinstitution sitzt der Nationalrat Pius Segmüller. Ah, ehemaliger Kommandant von der Schweizer Garde. Genau. Ja. Und sehr streng katholisch. Aber ich meine, sagen nicht Katholiken, dass alles Gottes Willen ist? Also, Behinderten auch wären dann eigentlich auch Gottes Willen? Das kannst du jetzt nicht so sehen. Ja. Natürlich hat der Jesus hat natürlich in seiner Zeit jemanden Behinderte geheilt, aber... Wieso macht er das nicht heute? Er kann doch das. Ja, der hat auch Stress! Also, der kann nicht überall sein und jetzt die Behinderten gesund machen. Also das heisst, das ganze Projekt das kostet 22 Millionen, damit Nicht-Behinderte so tun können, wie wenn sie behindert wären. Würde man nicht gescheiter die 22 Millionen den Behinderten geben, damit sie sich unter den Nicht-Behinderten bewegen können?